Ich hab versagt, Rage. Es tut mir so leid. Das ist einfach alles Gott. Ich bin schuld, Mann. Ich hab Marvin umgebracht. Es war ein Unfall. Genau wie die Frau am Checkpoint. Mach diese Situation nicht noch schräger. Reiß dich jetzt zusammen. Colonel, sind Sie das? Was ist mit Rachel? Der Feind hat uns aufgelauert. Er hat auf uns geschossen und... Rage. Mir ist gefallen. Ich hielt sie. Wirklich so. So fest ich konnte, aber... Sie hat mich runtergezogen. Ich musste das Seil kappen. Rachel! Wir müssen weg. Wir sind ein leichtes Ziel. Rückzug antreten. Schnell. Da drüben. Gehen wir. Unmöglich. Langsam. Er könnte noch hier sein. Ehrlich, Colonel, die Iraker sind unser kleinstes Problem. Sie folgen uns nicht. Hier spricht Mailman 21 Actual an alle. Hört ihr mich? Over. Joey, melde dich. Over. Joey ist tot. Wovon redest du, verdammt? Die Iraker haben ihn erwischt. Er starb in meinen Armen. Oh nein, nicht Joey. Wie zur Hölle kommen wir hier raus? Wir müssen uns hier einbunkern, eine Verteidigungslinie errichten und uns etwas Platz zum Atmen schaffen. Lieutenant, was meinten Sie damit, dass die Iraker unser kleinstes Problem sind? Glauben Sie an Gott? Absolut nicht. Sollten Sie aber. Wir werden angegriffen von... Ich weiß nicht was. Sie würden es mir ja doch nicht glauben. Ich war dort und glaub's auch nicht. Monster. Monster. Kommen Sie. Sie sehen Gespenster. Sir, bei allem Respekt... Lieutenant, wir stecken mit einem Iraker fest. Vielleicht mehreren. Was... Sie gesehen haben wollen, das ist Mist. Die Statuen. Nick! Speicher's ab und reiß dich zusammen, verdammt! Was ist das hier? Jedenfalls nicht das Depot. Die Mission ist ein Flop. Das kriege ich hin. Der Satellit. Ich verbessere mit den Daten mal den Algorithmus. Das sind nur Kinderkrankheiten. Verstanden, Sir. Das ist allein Ihre Schuld! Retten Sie uns den Arsch! Was war das gerade? Dachte ich's mir. Sie bewachen den Eingang. Wir sehen uns das an. Das soll also Saddams Chemiewaffendepot sein. Lauft um euer Leben, wir sind verloren. So viel zu Erics protegiertem thermischen Satellitensystem. Eric muss uns ein paar schwierige Fragen beantworten. In seiner Haut will ich nicht stecken. Da ist der Generator. Sehen wir mal nach.
könnte Hilfe gebrauchen. Schon dabei. Jemand hatte wohl ein großes Problem mit dem Ding. Sabotage? Scheint so. Halt Ausschau. Ah, shit! Schluss mit dem Quatsch, beeil dich. Sieht das hier etwa noch Quatsch aus? Gute Arbeit, Sergeant. Augen auf. Dropkick hier, Mailman 2-1 Actual. Wir gehen weiter rein. Over. Verstanden. Vorsichtig da unten. Dropkick out. Verzweigung. Wo führen die Kabel hin? Hier lang. Scheiß. Wohl der auf Eric geschossen hat. Der Mistkerl verfolgt uns. Kolchak, sind Sie da? Bitte kommen. Verstehe, Dropkick. Sie haben die Explosion gehört? Over. Ja, sicher habe ich das. Alles in Ordnung? Alles gut. Ein Liebesbrief der Iraker. Also Vorsicht, over. Verstanden. Bin unterwegs. Dropkick out. Er ist unterwegs. Toll. Denkt hoffentlich ans Bier. Uns unten auflauern. Shh. Leise. Ist das Joey? Er lebt noch. Kann nicht sein. Wir hören ihn doch. Unmöglich. Das ist er, definitiv. Diese verdammte Höhle, Jason. Ich sag's dir, ich hab ihn sterben sehen. Nimm's mir nicht übel, aber du bist nicht du selbst. Wir wissen es nicht. Eine Falle. Vielleicht auch nicht. Ich werde keinen mehr zurücklassen. Hey, erzähl mir mal jemand, was hier abgeht. Wir hörten Joey im Tunnel. Wir glauben, es war Joey. Er war es bestimmt. Wir werden ihn retten. Denken Sie daran, dass ich hier entscheide. Ich gehe vor. Sie bleiben sicherheitshalber besser hier. Nick und ich machen das schon. Ich warte hier, falls die anderen auftauchen. لازم اقول له لا اتخانق لو اتخانق معاك لازم يكون في طريقه تانيه من هنا لازم يكون في طريقه تانيه Dar?
Again. لازم يكون للشمس بس في حاجة ضايعة منه Hörst du Joy noch? Hier ist Mailman 21 Actual. Joey, hörst du mich? Bitte komm, over. Ist Joey's. Er steht schlecht um ihn. Wir müssen uns beeilen. Waffen prüfen. Nichts dem Zufall überlassen. Wie tief ist das Scheißloch? Das ist frisch. Das ist ein echt solider Felsen. Sind die Viecher etwa dadurch? Ich will nicht bleiben, um es herauszufinden.
Hier stimmt was nicht. Wir kennen nun den Gegner. Augen auf, wachsam sein. Wir sollten nicht hier sein. Konzentrier dich. Lass dich nicht irre machen. Gut aufpassen. Lass dich ja nicht irre machen. Er ist schwer verletzt. Das ist jedenfalls sicher. Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Dezember 1946. Unsere Funde sind so spektakulär, dass ich nicht widerstehen konnte und den Champagner geöffnet habe. Als ich das Zelt betrat, um Mary ein Glas einzuschenken, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Sie hatte Bradshaws Kiste mit Dynamit gefunden. Ich versuchte, sie zu beruhigen, aber sie schäumte vor Wut und dozierte über das Risiko beim Einsatz von Sprengstoff an einer Ausgrabungsstätte. Sie hat natürlich recht und ich fühle mich schrecklich, weil ich ihr die Sache verheimlicht habe. In dem Moment kam Crow, um das Dynamit abzuholen. Als sie Mary befahl, es nicht anzufassen, sah er ihr fest in die Augen und verkündete, dass sie unten etwas entdeckt hätten. Was zur Hölle haben Sie da gefunden? Ist er nicht allein? Joey, bist du das? Langsamer. Hier stimmt was nicht. Fuck!
Mailman 3 an Mailman 2-1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Hier Mailman 3 an Mailman 2-1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Oh nein. Füttere dich an das Ding. Sie reagieren wie Fledermäuse. Sie hören dich, sie jagen dich. Ich kenne ihre Schwäche. Sonnenlicht verbrennt sie. Wie alle Lebewesen können sie getötet werden. Ein Pflock ins Herz. Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Truck, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wir schaffen das zusammen, okay? Wir können ihn töten. Du gehst über die Flanke ran und machst ihn aufmerksam. Ich mach den Rest. Bin bereit. Dann mal los. Ich hab schon Schlimmes gesehen. Aber das tappt alles. Was zum Teufel ist hier unten?
Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Glaubst du an Dämonen? Früher hätte ich dich für die Frage ausgelacht. Aber jetzt? Die alten Sumerer glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen, wo sie von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt. Kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen. Wie du habe ich daran nie geglaubt. Aber sieh dich um. Schau, wo wir sind, was wir gesehen haben. Gefangen im sumerischen Tempel. In dieser Hölle solltest du meinen Namen kennen. Nikkei, Sergeant. Salim Othman, Lieutenant. Iraker Armee. Shukran, Yehui. Hier ist Mailman 2-1-Extra, Mailman 3, hörst du mich, over? Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht, geh weiter. Ich bin gleich da, over. Ich komme zu dir. Hör mal, du musst mir vertrauen. Sie tun dir nichts. Auf den Scheißboden! Richte nicht deine Waffe auf mich! Schon gut, jetzt dann mal tief durchatmen! Er ist nicht der Feind! Ich will euch nichts tun! Deine Uniform sagt was anderes! Runter mit der Scheißwaffe jetzt sofort! Nein, erst ihr, dann ich! Weg mit der Waffe, sonst war's das für dich! Drück ab und ich schwöre bei Alibaba und den 40 Räubern, es ist das allerletzte, was du tust! Ich lass mich doch nicht von einem schießwütigen... Ami, abknallen! Shit!